Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Forscher in der vedischen Astrologie. Ja, in diesem Video geht es ja um die Deutung des Monats Mai 2018 anhand der Transite der Planeten für den jeweiligen Aszendenten. Deswegen die Bitte, achten Sie darauf, dass diese Deutung nicht anhand Ihres Sonnen- oder Sternzeichens vorgenommen wird, wie Sie das aus der westlichen Astrologie möglicherweise kennen, sondern Sie müssen schauen, was ist Ihr Aszendent und sich dann das jeweilige Monatsvideo auswählen. Denn in der vedischen Astrologie ist der Aszendent viel, viel wichtiger als wie das Sonnenzeichen. Und sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie diesen gerne bei mir gratis erfragen. Sie brauchen nur dazu unterhalb dieses Videos auf den vorbereiteten Link gehen, mir Ihre Geburtsangaben schicken und dann teile ich Ihnen innerhalb eines Tages mit, was Ihr Aszendent ist, damit Sie wissen, welches der 12 Videos für Sie jetzt im Mai das Richtige ist. Außerdem können Sie mit diesem gleichen Link unterhalb dieses Videos auch Ihren Atma Karaka anfordern. Das ist der Planet, der Ihre Seele beschreibt. Und auch einen sogar einseitigen Deutungstext dazu bekommen. Und das ist jetzt zwar nicht Voraussetzung für dieses Monatsvideo, ist aber auch ein Gratisangebot an Sie, um viel mehr über sich zu erfahren, denn der Atmakaraka, der Seelenplanet, ist viel, viel wichtiger sogar noch wie der Aszendent. Es ist eigentlich der wichtigste Planet in Ihrem vedischen Horoskop überhaupt. So, dann, ja, ganz große Sache. Und zwar darf ich Sie alle recht herzlich einladen zur Gratis-Erforschungsreise, nämlich der Reise der Seele. Das ist eine Reise, die findet statt vom 4. Mai bis zum 11. Mai 2018, läuft also 8 Tage. Und an dieser Gratis-Erforschungsreise lernen Sie die 7 Wege kennen, wie Sie die Entwicklung Ihrer Seele mehr beleuchten können, ja, und damit auch mehr voranbringen können. Wenn Sie sich die Teilnahme sichern wollen, dann melden Sie sich gleich unterhalb dieses Videos dann auch mit dem vorbereiteten Link an, um sich die Teilnahme zu sichern. Sie erhalten dann auch eine weitere E-Mail mit alles Weiteren zum Ablauf dieser Gratis-Erforschungsreise, der Reise Ihrer Seele. Übrigens winken bei Teilnahme auch die Möglichkeiten, an einer Verlosung von Amazon-Gutscheinen auch noch teilnehmen zu können. Ja, jetzt legen wir aber los und zwar schauen wir nach der planetaren Großwetterlage Ihrer Planeten im Mai 2018. Ja, nun wollen wir doch mal schauen für Sie als Aszendent Waage, wie sich die Sterne im Monat Mai 2018 darstellen. Ja, dazu der Chart und wir sehen, dass die so wichtige Sonne, die ja ihren Lebenspfad repräsentiert, bis zum 20. Mai im Stier ist, hier im 8. Haus und ab 21. ist sie dann im 9. Haus, hier im Zeichen Zwillinge. Ja, das 8. Haus ist ein sehr spannendes Haus in der vedischen Astrologie, denn letztlich geht es darum, dass Sie dadurch, dass Sie dieses Haus nun mehr erfahren sollen, bestimmte Durchbrüche schaffen sollen, Veränderungen vornehmen sollen, die letztlich dazu führen sollen, dass es Ihnen besser geht. Nur oft nehmen wir die notwendigen Veränderungen nicht rechtzeitig vor, verharren zu lange an den alten Dingen, halten zu lange an den alten Sachen fest. Und hier mit der Sonne in Haus 8 kann es nun sein, dass Sie in der Zeit bis 20. Mai plötzlich mit irgendwelchen Ereignissen überrascht werden, ja, die Sie zunächst unpassend finden, die Sie stressen, die Sie blockieren, wo Sie sich gebremst fühlen oder die Dinge nicht so laufen, wie Sie sich das
gewünscht haben. Nur um das gleich vorauszuschicken, es gibt ja letztlich kein Gut und kein Schlecht. Es ist ja viel eher ihre Aufgabe, den verborgenen Segen dahinter zu erkennen, die göttliche Führung, die sie dazu bringen möchte, mal über ihren Kurs nachzudenken. Und so möchte ich Ihnen ein paar weitere Bedeutungen des achten Hauses sagen, die nun bei Ihnen eine Rolle spielen können. Das achte Haus, da geht es darum, Durchbrüche zu machen, nämlich vorwärts zu kommen in den Bereichen, wo wir beispielsweise noch in gewissen Abhängigkeiten sind. Ja? Das achte Haus ist deswegen auch das Haus der Schwächen, das Haus der Süchte, das Haus, ja, wo wir uns eigentlich mehr damit beschäftigen sollen, wo wir noch nicht so gut sind, wo Schwächen bestehen. Und eine Schwäche ist sicherlich das Thema Abhängigkeit. Und vage Menschen könnten immer ein bisschen dazu neigen, zu stark auf den anderen fokussiert zu sein. Ja, was will denn der andere? Wie kann ich dem anderen gefallen? Wie kann ich es dem anderen recht machen? Ja, Sie wissen, dass in der Waage ist der Planet Sonne gefallen. Das bedeutet also erniedrigt. Und dies drückt es ja aus, dass es so wichtig wäre, ja, eben mehr die Widderqualitäten zu entwickeln. Und mit der Sonne in Haus 8 jetzt in den ersten 3 Maiwochen werden Ihnen leichter bestehende Schwächen an Ihrer Persönlichkeit bewusst werden. Und Sie werden auf diese Schwächen dadurch mehr aufmerksam, ja, um das mal mehr zusammenzubringen, dass etwas klemmt, blockiert, nicht so läuft, ja, Sie Ihren Kurs nicht durchsetzen können, Sie in der Umsetzung Ihrer größten Ziele nicht so weiterkommen. Und das sind aber nur Zeichen Ihres oder der Führung für Sie, des Lebens für Sie, mal über Ihren weiteren Pfad nachzudenken und dabei sich bewusst zu werden, was das mit Ihnen zu tun hat, was es an Ihnen zu verändern gilt. Ja? Deswegen wird uns nun auch klar, warum das achte Haus auch für das Thema Psychologie steht, ja, oder Esoterik oder Mystik, ja, weil das sind Wissensgebiete, übrigens zählt ja auch die Astrologie zur Esoterik, anhand derer man an sich forschen kann, wo man an sich arbeiten kann und immer mehr Erkenntnisse erwirbt über die eigenen Aufgaben, wo es darum geht, an sich zu wachsen, besser zu werden. Und dies wird oft erst dann bewusst, wenn etwas klemmt, etwas Unerwartetes passiert, ja, etwas nicht so läuft oder auch vielleicht eine Krise kommt. Ja, auch dafür steht das achte Haus und man fühlt sich gestresst, blockiert. Und sowas löst das achte Haus aus. Es muss nichts Großes sein, aber trotzdem sollten Sie jetzt nicht in den nächsten oder ersten 3 Maiwochen groß damit rechnen, dass alles läuft wie geschmiert. Im Gegenteil, eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eben Hinweise bekommen, aufgrund von Blockaden oder dass Dinge klemmen, mal zu überlegen, was es zu verändern gilt, damit die Dinge künftig wieder mehr im Fluss laufen. Und das hat was mit Ihrem Innenleben zu tun. Denn das, was Sie im Außen haben, ist nur der Spiegel Ihres inneren Zustandes. Und so gilt es eben mal über das, was in Ihnen im Inneren noch nicht in der Harmonie ist, ja, in Frieden schwingt, ja, in diese Qualität zu bringen, damit die Dinge sich im Außen wieder auch mehr und mehr mit dem Fluss entwickeln. Sie sehen ja dann, geht die Sonne ab dem 21. Mai in das 9. Haus. Und dann ist es so, das 9. Haus ist ein Glückshaus, das schenkt dann auch neue Erkenntnisse, neue Sinnfindung. Aber die kommen nur als Folge dadurch zum Tragen, indem Sie sich zuvor, also in den ersten 20 Mai-Tagen, am besten freiwillig mal mehr mit der Bearbeitung Ihrer Schwachstellen beschäftigen. Übrigens kann man das sehr gut tun, natürlich anhand eines vedischen Horoskops. Und der Planet, der auch sehr stark unsere Schwächen repräsentiert im Horoskop, je nachdem, was er alles beeinflusst, ist der Planet Saturn. Der Planet, der eben der große Lehrer ist, wo unsere Schwächen bestehen, aber auch der
sogenannte Planet Rahu, Teil der karmischen Achse, der von der westlichen Astrologie als der nördliche Mondknoten bezeichnet wird. Und wenn Sie da schauen, dann sehen Sie schon Ihre Schwächen und dann wissen Sie, an was am besten freiwillig zu arbeiten wäre. Denn das achte Haus, wenn wir uns nicht freiwillig mit unseren Schwächen beschäftigen, neigt uns auch dazu, blaue Flecken zu verpassen, damit wir aufwachen, um mal über noch bestehende Schwächen einfach mehr nachzudenken. So, der Planet Merkur ist auch einige Zeit im achten Haus und dies unterstützt auch besonders in der Zeit, ich muss gerade schauen, er ist zwischen 13. Mai und 29. Mai, befindet sich Merkur auch im Stier im achten Haus. Und wie gesagt, das achte Haus ist das Haus der Schwächen. Und da er darin steht und die Kraft ist, die sich informieren will, die forschen will, unterstützt sie dieser Planet bzw. deren Kräfte besonders in der Zeit zwischen dem 13. Mai und 29. Mai, aber ganz besonders in dieser Zeit, ja, wo beide Planeten in Haus 8 sind, also Sonne und Merkur, das ist dann zwischen 13. Mai und 20. Mai. Ja, das wäre wirklich hervorragend, um hier zu einem Durchbruch zu kommen mit Aha-Effekt. Oh, das muss ich anders machen, ja, weil ist ganz klar, dadurch, dass ich das so und so denke oder meine oder die Einstellung habe oder die Untugend, dadurch passiert bei das Laufen so im Außen. Ja, so ein Aha-Erkenntnis wäre daraus möglich. Nun, die Venus, die ja sehr, sehr wichtig ist in ihrem Horoskop, da sie ja sie als Waage repräsentiert, befindet sich die erste Monatshälfte, und zwar genau bis zum 18. Mai in Haus 9. So sind Sie vor gröberen Unheil immer bewahrt, weil das 9. Haus ist ein Glückshaus, ja. Und es schwächt jetzt die ungünstige Energie des 8. Hauses enorm ab. Deswegen nehmen Sie das bitte alles nicht so sehen Sie das alles nicht so von der Sorgenseite des 8. Haus. Es geht um die Erkenntnis von Schwächen, das habe ich gesagt. Aber es ist so, dass die Venus, da sie bis 18. Mai eben in diesem 9. Haus steht, sie auch darin unterstützen möchte, mehr sich mit diesen Fragen, worin sie ihre Wahrheit sehen, worin sie ihren Sinn des Lebens sehen wollen, was sie wirklich glücklich macht. Ja, das 9. Haus ist ein Glückshaus. Und dies ist auch in der Art und Weise gemeint, sich selber damit auch zu beschäftigen, was einen glücklich macht. Ja. Und die Position von Venus in Haus 9 fördert deshalb außerdem, damit sie in diesen Fragen weiterkommen, sich zum Beispiel mit Weisheitslehren, mit Pilgertouren, mit Reisen an Kraftorte, mit der Astrologie ist auch das 9. Haus, mit Spiritualität, mit Ethik, mit Philosophie, mit der Erlangung höheren Wissens, das sind alles 9. Haus-Themen, mehr zu beschäftigen. Das 9. Haus steht übrigens auch für die göttliche Gnade, Vishnu, Gott den Allmächtigen, und ist damit das günstigste Haus im Horoskop. Sie haben, jetzt muss ich gerade überlegen, beide Planeten, Sonne und Venus, ja, also Sonne repräsentiert sie ja auch, die geht dann ab dem 21. erst rein in Haus 9, da ist die Venus schon wieder draußen, weil die geht dann ab dem 19. Mai ja in das 10. Haus. Das bedeutet, wenn wir das mal zusammenbringen, in den ersten knapp 20 Tagen des Monats Mai werden Ihnen auf der einen Seite etwas Schwächen an Ihnen bewusst, ja, wo Ihnen einiges klar wird. Idealerweise beschäftigen Sie sich auch freiwillig damit. Gleichzeitig kommen aber dadurch auch höhere Erkenntnisse für Sie zum Tragen, wodurch Sie plötzlich verstehen, wie Sie große Schritte auf ihr Glück zu machen können, auf ihre Sinnfindung hin machen können, wie sie ihren Glauben vertiefen können. Das ist eine sehr, sehr
Sie sehen ja auch, schauen Sie mal, der Herrscher des 9. Hauses, Merkur, sitzt im 8. Haus. Ja? Das zeigt auch, dass etwas, was mit Glück zu tun hat, was für Sie gut ist, aus der Erkenntnis einer Schwäche herausgeboren wird. Ja? Insofern eine sehr interessante Konstellation, die Sie hier als Aszendent Waage haben. Nun schauen wir weiter. Mars wechselt ja seine Position. Er geht jetzt raus am 15. Mai aus dem 4. Haus und geht in ihr 5. Haus. Und das ist insofern auch sehr gut, denn bis 15. Mai, ja, verursacht Mars eher noch etwas innere Spannungen, innere Unruhe. Ja. Dies ist gut für Sie, denn das fördert den Impuls, sich mit den eigenen Schwächen, über die ich ja jetzt länger gesprochen habe, zu beschäftigen. Dann ab dem 15. Mai geht aber Mars raus aus Haus 4, dann nimmt die innere Spannung ab. Und mit Mars im 15., ab 15. Mai oder 16. Mai im 5. Haus kriegen Sie mehr Lust darauf, sich mit Ihrer Energie und Tatkraft mehr von ihrer kreativen Seite ausdrücken zu wollen. Ja? Sie verspüren mehr, ja, wie soll ich sagen, auch Energie dafür, wie sie schöpferisch, kreativ ihre Talente und Neigungen ausleben können. Und das ist sehr gut, denn sie sollen ja letztlich authentisch ihre Individualität ausdrücken, das tun, was ihnen Spaß macht, ja. Das Leben ist nicht ein primäres Muss- und Pflichtprogramm, sondern das Leben, ihr Geburtsrecht, ist Glückseligkeit und Lebensfreude. Und dies fußt darauf, dass sie ihre Individualität zum Durchbruch verhelfen. Allerdings muss man eben dazu wissen, ja, welche kosmischen Gesetze dabei auch beachtet werden müssen, denn es gibt halt auch gewisse Wahrheiten, die wir einfach so akzeptieren müssen und die wir dann nicht ändern können. Aber je mehr wir die kennen und je mehr wir unser Leben auf diesen einrichten, in Verbindung mit dem, was unsere Natur ist, und im 5. Haus geht es darum, dass sie dies mehr in die Umsetzung bringen, nach außen bringen, handeln auf Basis ihrer Individualität, dann wird das Leben immer schöner und besser. Mit Mars in Haus 5 ab 16. Mai kann es etwas Spannungen mit den Kindern geben, ja, dass sie ein bisschen mehr Stress machen, oder es gibt mit dem Partner Diskussionen zum Thema Erziehungsfragen. Aber gut, Sie als Waage sind Diplomat genug, wie Sie das am besten hinkriegen und am besten eben diplomatisch austragen. Saturn ist weiterhin im 4. Haus. Und jetzt muss ich dazu sagen, der Saturn bleibt ja langfristig in einem Zeichen. Der ist ja im Unterschied zu den anderen Planeten sehr, sehr lang in einem Haus. Also jetzt auch nicht nur im Mai, sondern noch bis über 2 Jahre. Das bedeutet, das 4. Haus steht für Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Und darin möchte einfach mehr Tiefe erlangt werden. Und das hat ja auch was zu tun, mal mit den Dingen aufzuräumen, die noch den Fluss der Liebe, der Freude, des Glücklichseins hemmen. Und so sehen Sie, dass die Position von Saturn in Haus 4, die Arbeit, die jetzt idealerweise getan werden könnte, ja, sich mal mit den eigenen Schattenseiten mehr zu beschäftigen, sehr, sehr gut auch unterstützt. So, dann haben wir noch Jupiter in Haus 2. Weiterhin eine gute Zeit von den Finanzen her. Oder Sie finden sehr viel Sinn darin, wie Sie Ihr Geld in Übereinstimmung mit Ihren Idealen verdienen können. Ja, haben weniger das Gefühl, dass die Kasse knapp ist. Und wenn sie knapp ist, dann finden Sie leichter Antworten darauf, was Sie hierzu verändern müssten. Und dann haben wir noch zum Schluss die karmische Achse. Ja, die Achse ist nach wie vor auch unverändert, weil die bleibt ja 18 Monate gleich. Und mit der Position von Rahu in Haus 11
wird auch gezeigt, dass Gewinne, Einkommen leichter sprudeln kann. Sie könnten in ihren weltlichen Projekten auch erfolgreicher vorwärts kommen und werden auch mehr darin Erfolg haben, mit dem Ausbau ihres Netzwerks, ihren Freundeskreis vergrößern, ja, und in ihren größten Zielen weiterkommen wollen. Okay, das war für Sie Aszendent Waage der Mai 2018. Ja, zum Schluss hier nochmal die Erinnerung, damit Sie sich auch die Teilnahme sichern können an dieser Gratis-Erforschungsreise der Reise der Seele, die ja vom 4. bis zum 11. Mai 2018 geht. Dazu finden Sie auch unterhalb des Videos den Link, mit dem Sie sich Ihre Teilnahme sichern können und auch per E-Mail weitere wichtige Informationen erhalten. Ja, das war's gewesen. Dann darf ich Ihnen allen natürlich einen wunderschönen Mai wünschen und viel Freude bei der Reise zu sich selbst. Ich freue mich schon, wenn wir dann Ende Mai uns wieder unterhalten über die planetare Großwetterlage für Juni 2018.